Martin Patzelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste in unserem Haus, über die Relativität des Armutsbegriffes möchte ich mich nicht mehr äußern. Das haben meine Vorredner zu Genüge getan. Aber nicht gut. Das ist Ihre Entscheidung. Ich möchte auch nicht über die Armut an sich reden, will aber betonen, bei all dem, was ich Ihnen jetzt sagen werde, dass ich natürlich davon überzeugt bin, dass ein Minimum an materieller Ausstattung dazu nötig ist, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und genau das entscheidet in Deutschland nicht nur der Bundestag, sondern auch das oberste Gericht. Da sind wir da, und dieses Geld reicht nicht. Und wenn Eltern im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten, der Möglichkeiten, die ihnen angeboten wurden, und vor allen Dingen der Kompetenz, die sie dafür haben, zusätzliche Hilfsangebote nutzen und suchen, zum Beispiel die Tafel, dann geschieht das, dass sie diese Grundleistung, die sie bekommen, um ausreichend leben zu können und auch das Frühstücksbrot für ihre Kinder finanzieren zu können, dass sie diese Situation optimieren. Und wenn sie in Secondhand-Läden einkaufen, auch einmal ein paar teure Skier und Markenklamotten, dann tun sie das, weil sie ihr zugegebenermaßen niedriges Einkommen optimieren wollen. Daraus zu schließen, dass sie in lebensbedrohlicher Not sind, ist einfach falsch, sondern ihnen gelingt es zu optimieren. Und wissen Sie, wenn ich am Wochenende mal einkaufen gehe und ich stehe an der Kasse im Supermarkt und sehe, was die mir bekannten Menschen, war mal Bürgermeister in der Stadt und man kennt sich, in ihren Einkaufskörben haben, dann überkommt mich das bitter, dass sie ihr weniges Geld, was sie haben, ihr weniges Geld für Artikel ausgeben, die nicht nachhaltig sind und die bald kaputt sind und die ihren Kindern nicht lange Freude machen werden. Was will ich damit sagen? Was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass wir nicht nur eine Armut an materiellen Ausstattungen unserer Familien haben. Die haben wir, das ist unbestritten, ich will nicht missverstanden werden. Und meine Vorredner haben darauf hingewiesen, was die Regierungskoalition und auch die CDU, CSU in den vergangenen Jahren, auch in den Jahren vor dieser Koalition, an wirklich entscheidenden und nachhaltigen finanziellen Förderungen auf den Weg gebracht haben. Finanzielle Förderung scheint ja immer das Einzige zu sein, was wir hier sozusagen anzubieten haben, wenn es um Nöte in der Gesellschaft geht. Lassen Sie mich hinweisen auf die Armut, die Kinder tatsächlich auch haben. Es ist die Armut an Selbstbewusstsein. Da wird von Ihnen gleich gesagt, ja, wenn Sie denn mehr hätten, ein neues Handy und eine bessere Schultasche und bessere Kleidung, dann wäre Ihr Selbstbewusstsein sofort aufgewertet. Aber meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das ist doch eine Spirale. In dem Moment, in dem Sie das Neueste haben, haben die anderen schon wieder etwas Neueres. Das ist eine Spirale, die tatsächlich in die Irre führt, weil unsere Kinder immer diesen Trend, und jetzt sage ich das auch, dem Trend, den wir alle mehr und weniger verfolgen, nachlaufen werden. Es geht um das Glück von Kindern. Es geht nicht darum, immer mehr zu haben. Sehen Sie mal, die Armutsgrenze wird sich doch ständig verändern. Warum haben wir wieder mehr in der Statistik? Weil das allgemeine Einkommen gestiegen ist. Und immer wenn das allgemeine Einkommen steigt, wird natürlich sofort die Zahl der Armen wieder groß sein, weil wir nicht schnell genug nachkommen, wieder die entsprechende Aufbesserung der unterschiedlichen Leistungen vorzunehmen im Parlament. Dieser Zusammenhang ist von meinen Vorrednern deutlich gemacht worden. Ich möchte den Kindern, für die ich Verantwortung habe, und das sind ja, wenn ich hier im Familienausschuss bin, die Kinder unseres Landes, möchte ich ihnen helfen, dass sie einen sicheren Selbststand haben. Einen Selbststand, der nicht nur davon abhängig ist, welche materielle Ausstattung sie haben, sondern dass sie Wissen erwerben können, dass sie kulturell sich engagieren können, dass sie konfliktfähig sind. Denken Sie mal an, ich habe gerade in den letzten Tagen in der Tagespresse wieder gelesen, was auf unseren Schulhöfen los ist, dass immer mehr Sozialarbeiter und Psychologen eingestellt werden müssen, weil die Kinder in einer Weise miteinander umgehen, dass die Lehrer selber es nicht mehr schaffen, die Konflikte zu regeln. Die Kompetenzen der Kinder, ihre Ausstattung mit Empathie, die Erfahrung, die sie mitbringen in ihr Leben, ihre begrenzten Lebensräume. Wie machen wir denn Urlaub? Wir packen sie in die Kiste, fahren hunderte von Kilometern mit ihnen in Urlaubsort, anstatt den Nahraum, in unserer Wohnung, in unserem Land zu erkunden. Ich kenne viele Kinder, die kennen nicht mal ihre nähere Heimat. Wir glauben, wir müssen ihnen immer mehr und mehr und mehr geben, anstatt die Welt, in der sie leben, mit den Mitteln, die wir haben, auszugestalten. Und ich sage das aus eigener Erfahrung. Und ich habe mit Kollegen gesprochen. Ein Kollege sagte mir gestern im Vorgriff auf diese Debatte, ich war zwar arm, aber ich konnte mich wenigstens ausschlafen. Und wenn ich morgens mit der U-Bahn komme jeden Tag und sehe, wie die Mütter die Kinderwagen in die U-Bahn und S-Bahn reindrängeln, kaum Platz haben, auch wegen der vielen Fahrräder, und es ist kalt und es ist nass, dann denke ich, ein reiches Land, aber die Kinder können nicht mal ausschlafen.
Und wenn sich dann Frauen entscheiden und sagen, in dieser sensiblen Phase des Lebens nehmen wir die Infrastrukturangebote noch nicht wahr, wir bleiben zu Hause. Und wenn dann unsere Fraktion, CSU und CSU sagen, und dann werden wir diesen Frauen auch ein Betreuungsgeld zahlen, damit wir wenigstens eine Anerkennung dafür geben, für diese gesellschaftliche Leistung, dann wird das ideologisch verfemt, dann ist das eine Herdprämie, dann, ich sage das ja nur, ich sage das nicht aus parteipolitischen Gründen, ich sage das, weil ich eine ernste Sorge dafür habe, wenn wir weiter so mit unseren Kindern umgehen, wenn wir sie in einer sensiblen Phase hemmungslos der öffentlichen Erziehung ausliefern, wenn wir die Kinder nicht mehr ausstatten mit der Nähe von Eltern, die ihnen Märchen vorlesen können, die noch nicht kaputt sind vom Karrierekampf und vom Kampf um noch mehr und noch mehr Geld, was sie verdienen können in ihrer persönlichen Entwicklung. Das ist alles richtig und wichtig. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber wer sich für Kinder entscheidet, der muss wissen, dass diese Kinder die Eltern auch brauchen, dass sie Zeit brauchen, Empathie, Nähe, Zuwendung, Zuhören. Ich habe mich mal damit beschäftigt, welche Jugendlichen eigentlich in den extremistischen Gruppen landen, von rechts und links. Zum großen Teil sind das heimatlose junge Menschen, die eine Ersatzfamilie suchen und in dieser strengen und für uns ja alle fast unerträglichen, wertbildenden Gruppe dann ein Stückchen Zuhause, Ersatzzuhause finden. Ja, warum denn? Weil sie dieses Zuhause nicht in ihrer Kindheit erleben konnten. Weil wir außenorientiert und sagen, wir müssen mehr Knete machen und wir müssen Karriere machen. Wer sich für Kinder entscheidet, der sollte mit einberechnen, dass das ein Stückchen Karriere für bestimmte Zeiten kosten kann. Wir haben hier viele Kinderreiche in unserem Parlament. Wir haben Kinderreiche in der Regierung. Wir haben sie in der Wirtschaft. Die Managerin der Berliner Verkehrsbetriebe hat, glaube ich, 7 Kollege Kinder. Kollege Patzelt, gestatten Sie eine Zwischenfrage der nein, Kollegin Zimmermann. Ich möchte Sie bitten, das nachher zu sagen. Ich möchte den Gedanken jetzt nicht unterbrochen werden. Also es gibt genug Zeugnisse davon von Frauen, die bei ihren Kindern geblieben sind, die sogar sehr über den Durchschnitt Kinder hatten und die diese Kinder ins Leben hineinführen konnten, die eine hohe Kompetenz entwickelt haben. Wenn wir, denken Sie doch selber, wir Älteren, wir kommen nicht alle aus vermögenden Haushalten. Ich komme aus einer armen Familie, verschiedene haben mir das gesagt. Markus Weinberg hat es mir eben noch mal gesagt. Wenn das wirklich so wäre, denn es alles am Geld liegt, dann wären wir hier nicht gelandet. Dann wären viele aus armen Verhältnissen in der Wissenschaft gelandet, in der Kultur, in der Kunst. Ich möchte nur eins anmahnen, dass wir miteinander den Blick weiten und sagen, es liegt nicht alles am Geld. Und wir werden mit dem Geld nicht alles erreichen, was wir brauchen, damit diese Gesellschaft Zukunft und Bestand hat. Und dann bin ich ganz nah bei einigen Vorschlägen, die Sie in Ihrer Vorlage gebracht haben und vor allen Dingen auch bei dem, was die Grünen noch mal hier an strukturellen Vorschlägen gebracht haben. Ja, wir brauchen eine gute Infrastruktur. Ich weiß, ich bin ein bisschen weg vom Fenster, aber ich würde sogar eine Schuluniform fordern. Es gibt ein Spitzengymnasium in meinem Wahlkreis, da haben sich die Eltern für eine Schuluniform entschlossen. Warum? Weil sie die Stigmatisierung der Kinder untereinander, die jetzt schon auf dem Schulhof schreien, Assi, Assi, weil sie die vermeiden wollten. Und wenn wir in diesen Strukturen investieren, wenn wir die Lehrbuchfreiheit machen und wenn wir sagen, bestimmte Ausstattungsgrade gehören nicht an die Schule, weil wir hier in einer Gemeinschaft lernen und leben, da haben wir ein weites Feld der Gestaltung. Darauf freue ich mich. Danke. Zum Abschluss.